Und weiter geht's bei Let's Play. Ich wollte schon Desperados sagen. Wir spielen hier Heldorado, Heldorado, Heldo Dingsbums. Den dritten Teil der Serie. Und wir wollten, genau, wir wollten guten Tag sagen. So. Das TNT-Feld okay. Hat auch kein Grafikfang mehr. Gehen Sie jetzt mit Sam bei der markierten Zone in Deckung. Gleich wird's laut. Ich finde die Stimme von dem so cool. Klarer Fall! Gut. Kinderspiel. Wechseln Sie in die Third-Person-View. Jawohl, jetzt. Okay. Wählen Sie Sams Winchester aus. F1. Ja. Sehr gut. Schießen Sie auf das TNT. Guten Tag. Wie es Ihnen denn geht. Okay, da hinten ist auch was explodiert. Niemand weiß warum. Nein, nicht wegrennen. Wer war das? Ach, das war... Wählen Sie Sam aus und erledigen Sie die Wachen im Inneren des Gefängnisses, indem Sie Dynamit durch die Tür werfen. Überraschung! Öffnen Sie das Missionsmenü und machen Sie sich mit dem ersten Auftrag vertraut, den Sie ohne Anweisung ausführen werden. Das hat jetzt der Letzte wohl auch noch mitbekommen. Ah, jetzt darf ich ohne Anweisung etwas ausführen. Was? Nee. Ach schön, jetzt wird den ja langweilig, wenn man langweilig ist. Der letzte Brief. Überwältigen Sie die Wachen, die sich im Gefängnistrakt aufhalten, und dringen Sie in die Zelle ein, in der El Cortador gefangen gehalten wurde. Ach, der ist... Habe ich den jetzt befreit, weil das ist ein Böser, den ich befreit habe? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich kann mir das solche Namen nicht mal. Zur Sache jetzt. Ja. Was ich noch nicht gemacht habe, war rumgeballert. Einfach mal rumrennen, alles abschießen, das geht schon. Obwohl, ich habe hier sogar noch Dynamit. Na also. Aber letzten Endes ist es alles vorne, hinten, so hinten wie hoch. Dachte schon, ich muss sie totspucken. Quick Save. Ich könnte eigentlich schon Dynamit reinschmeißen, aber ich versuch's mal ohne. So, ist da noch einer. War's das? Ich weiß es nicht. Ja, das war's. Ja, das war jetzt auch einfach. Jetzt aber schnell. Das war einfach. Wird aber auch Zeit. Tja, danke, und jetzt? Mr. Cooper, dass Sie die Wachen abgelenkt haben. Ihren Freund wird das sicher freuen, denn wir lassen ihn noch ein wenig am Leben. Kommen Sie morgen in die Kirche von Santa Fe. Allein. Allein. Hat er mich jetzt verarscht, oder? Ich glaube, ich habe lauter gute Leute gerade getötet. Und dann konnte der Oberbösewicht irgendwie abhauen. Ach, keine Ahnung. Juhu, geschafft! Goldene Medaille! Alles können Auszeichnung. Sie haben alle Aktionen sehr ausgeglichen. Verwandt. Ihre Schwierigkeitsgrad für diese Mission war Desperado. Gleich Gold. Jawohl, ich hab... Vor allem, man kriegt unterschiedliche Missionen, je nachdem, wie man es erledigt. Man kann also einfach nur Amok laufen, geht, dann kriegst du halt so eine blutrünstige Medaille oder so, keine Ahnung. Oder man kann auch schleichen, dann kriegst du so eine stille Medaille. Oder man kann halt beides mal, dann kriegt man so eine Alleskönner-Medaille. Keine Ahnung, wie die das berechnen, es funktioniert. Oh, Filmsequenz. Was zum Henker? Weiß mein Täubchen, was es sagen soll. Dann husch ins Kästchen. Was zum Teufel wollen Sie, Miss Goodman? Trauer ist ein Siechtum ohne Ende, Mr. Cooper.
als hätte man ein schleichendes Gift in den Adern. Sie stehen in meiner Schuld, sie und ihre Bande. Sühnen sie ihre Schuld. Und das Leiden ihres Freundes wird ein Ende haben. So, die Witwe. Oder wie heißt, wie nennt sie sich? Er stirbt. Ohne das Gegengift wird es ein langsamer, qualvoller Tod. Was sollen wir tun? Auf dem Weg von hier nach Fort Wingate gibt es eine Relaisstation. Von heute an, in 3 Tagen, wird ein Zug in der Station erwartet. Ein Zug voller Waffen, die für das vorbestimmt sind. Ich möchte diese Waffen, Mr. Cooper, und Sie werden sie mir beschaffen. Der Ort, den wir suchen, liegt gleich hinter den Bäumen. Weiße Männer rasten auf unserem Weg. Hawkeye und seine Freunde sollten erkunden, was den Geist der weißen Männer bewegt. Was den Geist der weißen Männer bewegt? Okay. Also. Wir werden also erpresst von dieser komischen Witwe oder wie die auch immer ist. Die Tussi in Trauer halt. Trägt Trauer. Warum weiß niemand? Vom Beispiel aus. Mit dem guten Doc, Alter, Doc ist vergiftet worden, das wollen wir doch auch vermeiden. Aber das hat sich ja angedeutet am Ende von Desperados. Da kam ja so ein kleines, Ankündigungsvideo, wo man ja gesehen hat, dass doch irgendwas passiert ist. Okay, als nächstes beschreiben. Aber offensichtlich besteht noch Hoffnung. So, jetzt mal sehen wir uns das Übliche an. Der Typ schnallt nichts. Hier sind alle weit außer Reichweite, es bewegt sich keiner. Insofern denke ich mal, ist die Sache relativ eindeutig, was zu tun ist. Der Typ wird gleich ziemlich dumm gucken. Der Skalp des weißen Mannes, Hawkeye Hawkeyes Wigwam, ohne zu zögern. So, Hawkeye kennt seinen Weg. Wenn wir schon da hoch müssen und Pfeile einsammeln, dann machen wir das doch direkt. Gut, das ist jetzt hier so eine Mission. Wenn wir hier so gucken, alles rot, das heißt, außer den Soldaten hier jenseits des Gleises, dank dieser Pfeile, haben wir hier keine Zivilisten oder Soldaten aus da unten, aber die stören ja nicht. Ach, das sind Pferde. Okay. Also hier sind nur Rote, das heißt, wir können hier schon eine Amok-Mission starten. Oder halt eine, ich töte einfach alles, was rot ist. Aber wir können es auch langsam und machen, aber ich denke mal, wir machen das doch relativ gründlich. Ich mag das einfach in dem Spiel, einfach rumzulaufen und nichts übrig zu lassen. Okay, beschreitet seinen Weg. So, jetzt müssen wir mal gucken. Der guckt gar nicht, der guckt dahin, der guckt dahin, der guckt dahin, der guckt dahin. Haben wir irgendwelche Kombos, die wir starten können? Ah, dieses Schauspieler. Welchen Pfad soll Hawkeye das als nächstes beschreiten? Und was bringt das? Sollte ich mal ein bisschen, hätte ich mal ins Handbuch gucken sollen, was das bringt oder so. Aber gut. Machen wir einfach mal, vielleicht zwischen den nächsten Aufnahmen, schaue ich mal ins Handbuch, vielleicht steht es da ja beschrieben, da ist ja schon ein schönes, dickes Handbuch mitgeliefert worden. Hör mir gut zu, Mexikaner. Wenn keine Waffen in dem Zug sind, mach ich dich kalt. Immer mit der Ruhe, amigo. Glaub mir, ich weiß es von Mr. Goodman persönlich. Mr. Goodman persönlich ist tot. Der Mann ist tot. Ach. Aber seine Züge, sie fahren weiter. Auch dieser Zug. Ich hoffe es. Für dich. Nee, also jetzt lass mal. Ich glaub ihm. Sag lieber, was du vorhast. Ganz einfach. Wir sprengen die Gleise, kümmern uns um die Wachen und räumen den Zug aus. Das war's. Der Plan der weißen Männer muss vereitelt werden. Okay, die wollen also den Zug überfallen. Daraufhin einen Kriegsschrei. Oha, da scheuen die Pferde. Boah, das ist ja cool.
kleines Detail. Ja gut, es bringt nicht arg viel, nur um einfach kurz vorbeizuhischen. Der Weg liegt klar vor Hawkeys Augen. Moment, ich könnte hier die Pfeile einsammeln. So, das ist die Frage. Soll ich das still und leise machen oder soll ich einfach jeden töten? Ich meine, ich habe Sanchez. Mit Sanchez kriege ich hier alle umgebracht. Aber ich versuche erstmal so lange wie möglich, ohne groß Aufsehen zu erregen, das Ganze zu machen und gleich mal hier den Geräuschbereich. The Noise Field, oder wie hat er das genannt? Ich zeig euch meinen Indianer! Der Mexikaner sollte nicht übertreiben. So, und was bringt es jetzt? Die kommen jetzt hierher. Um eine Falle zu machen, oder? Ach komm, ich hab eigentlich keine Luft. Ach, so geht das. Das können wir ja mal probieren. Jetzt sind sie alle auf einem Fleck. Keine Ahnung, ob das was bringt. Ich hab ein paar Schüsse in der Shotgun. Aber vielleicht bringt es was, um den wegzulocken. Komm mal her. Ach, den juckt es nicht. Guck, der ist doch gleich mal immun, der Sack. Ah, das ist das Problem bei Desper. Wenn man auch schwer spielt, auf Mittel kriegst du das nämlich angesagt. So könnten wir durchlaufen. Naja, so oder so. Vergesst es. Seht ihr? Der weiße Mann spricht mit gespaltener Zunge. Okay, beschreitet seinen Weg. Nur weil der Mexikaner Hawkeye nicht fangen musste. Schneller geht's nicht. Zu viele Muskeln. Angekommen. Vamos. Also egal. Möge Manitou mir Kraft schenken. Sehbereich. Ist der hier in irgendjemandem Sehbereich? Nein, ist der nicht. Generell kann ich da einfach so. Boah, geil. Kein Astbett brechen. Komm, das machen wir doch keins mal. Kann Hawkeye aufhalten. Welchen Pfad soll Hawkeye als nächstes beschreiten? So, wenn der sich um. Ich kann den hier ja einfach so niederschlagen, oder? Sehe ich das richtig? Hawkeye ist. Ohne dass irgendwas passiert. Und dann kann ich den ja abnutzen, ohne dass irgendjemand was mitkriegt. Der weiße Mann spricht mit gespaltener Zunge. Big safe. Beschreitet den steinigen Weg. Jawohl, das hat funktioniert. Der guckt weiterhin da drauf. So. How? Dein Sichtfeld. Verlässt du das irgendwann? Klar vor Hawkeyes Augen. Aber ich kann hier einfach außen rum gehen. Hawkeye kennt seinen Weg. Der Weg Hawkeye liegt klar kennt vor Hawkeyes Augen. Hawkeye ist leise wie eine Katze. Ja, okay, das war jetzt also nicht so schlau. Egal. Survival! Mögen seine Ahnen die Gnade erweisen, die er verdient. Was auch mal ganz lustig wäre, einfach mal hier so drauf zu hauen. Die Krähen halten okay, den Geist des Weißen. Das sind ja alles nur so Experimente, was in dem Spiel jetzt so alles geht und was nicht geht. Achso, das will ich gar nicht. Hawkeye kennt seinen Weg. Der Weg wow, liegt wow, vor wow. Hawkeyes Augen. Welchen Pfad soll Hawkeye als nächstes das war beschreiten? Knapp. Im Prinzip da unten, die kann ich auch alle einfach so töten. Den hier abmurzen, schnell zu dem, rüberrennen und tot ist der. Nichts kann Hawkeye aufhalten. Der Weg liegt klar vor Hawkeyes Augen. Hawkeye ist leise wie eine Katze. Was macht denn der? Ach, der folgt mir jetzt mit seinem. Ach, stimmt, die verfolgen einen jetzt mit ihren Blicken. Aber weißt du was? Einfach. Diesen hier. Gut. Das Problem ist, ich habe die Combo hier nicht. Die wäre jetzt natürlich abnormal praktisch, aber ich kann ja eine Combo-Action starten und die alle drei einfach gleichzeitig niederprügeln. Ich meine, wenn Sanchez niederprügelt, der ist tot. Oder forever KO. Yippie-yay.
So, die da unten, die kommen auch mit Combo Action, die hier mit Combo Action. Oder einzeln, einfach einzeln, ist eigentlich egal. Die gehören mir! Jetzt bin ich gerannt, weil da. Jetzt hat mich die Schrift da oben abgelenkt. Die da war. Okay, beschreitet seinen Weg. Okay, kennt seinen Weg. Ja, ja. Kaboom! Was soll Sanchez machen? Langsam. Es dauert schon wieder lang, aber ich bin einfach noch am Experimentieren. Man muss halt. Man kann halt nicht alles machen. Ah, jetzt habe ich. Ach, jetzt, weil ich Dynamit eingesammelt habe, okay. Tipp, wenn sie kommen, Aktion Rakete befestigen. Das war sie mit Sam die Dynamitstange. Ja, okay, bla bla bla. Also, Combo Action. Kein Problem. Niederschlagen. How? Erschlagen. Was gibt's? Niederschlagen. Kein Problem. Auf die Plätze. Fertig, los! Der Geist ist leiser. Jetzt aber Vorsicht. Ja, weil Sanchez einfach langsam gelaufen ist zum Schluss. Verdammte Socke. Okay, muss ich also. Wie breche ich das ab? Ich bin Pablo Sanchez! Schneller geht's nicht, zu viele Muskeln. Ich weiß nicht, wie ich das abbreche. Gar nicht. Die Zeit der singenden Pfeile ist angebrochen. Der Weg liegt klar vor Hawkeys Augen. Hawkey hat das Ende seines Weges erreicht. Was soll so, da hilft eigentlich nur schnell, durchmogeln. Schnell. Kaboom! Platz da! Sie sind laut wie Babeise alle gleichzeitig jetzt die Rückmeldung geben. Die Zeit der singenden Pfeile ist angebrochen. So, wie breche ich die Quick Action ab? Niemand weiß es, gell? Der weiße Mann spricht mit gespaltener Zunge. Nichts kann Hawkey aufhalten. Hawkey kennt seinen Weg. Welchen Pfad soll Hawkey als nächstes beschreiten? Sollt euch alle hinknien, auch das gilt auch für dich. Hawkey ist kein Adler. Ich weiß echt nicht, wie ich die nicht mit gespaltener Zunge Quick Action abbrechen kann. Ach so, okay. Okay, dann lade ich einfach nochmal neu. Also hier drauf drücken. Also nein, also neue Quick Action machen. Der weiße Mann spricht mit gespaltener Zunge. Okay, beschreitet seinen Weg, ohne zu zögern. Nein, warte. Okay, kennt seinen Weg. So. Okay, beschreitet seinen Weg, ohne zu zögern. Caramba! Ich komme! Was? Sanchez macht einfach einen so einen Lärm. Das ist nicht mehr feierlich. So, jetzt der Quick Action. Niederschlagen. Hab ich schon mal gemacht. Was soll Sanchez schön mit Doppel. Die Zeit der singenden Pfeile ist angebrochen. Doppelblick. So. Und nur weil jetzt ist der nicht auf, weil der nicht aufgestanden ist. Warum ist jetzt? Ach, okay, ich habe keine Lust. Das macht doch so keinen Spaß. Adios, wieder eine Kerbe auf meinem Gewehr. Amen. Der weiße so Mann und nicht anders. Gespaltener Zunge. Nichts kann ein paar Freudenspender für meine Winchester. Jetzt haben wir Tequila, jetzt haben wir Nitro. Hawkey hat das Ende seines Weges erreicht. Soll Hawkey als nächstes beschreiben. So, die sind einfach, die sind alle tot. Was soll Sanchez und da machen? Diese Mission offensichtlich auch dafür gedacht ist, dass ich einfach Amok laufe, tue ich das jetzt einfach. Die Karte ist auch schon um einiges praktischer, muss man jetzt sagen. So, den Scheiß mal einsammeln. Da hinten ist
Dynamit. Dynamit will ich. Ich bin Pablo Sanchez. Und Pablo Sanchez ist dafür verantwortlich. Sanchez braucht Gegner. Und dafür verantwortlich, dass hier einfach niemand leben bleibt. So, du stirbst. Wieder eine Kerbe auf meinem Gewehr. Adios, amigo. Oh. Er hat mich gerochen. Die riechen einen ja immer. Das ist ja das Gemeine an der Sache. Wissen die, wo ich bin? Ich hau einfach mal ab. Einfach mal abhauen, Quicksave machen, rausjuden kann ich mich immer noch aus der Situation. So, ich denke, jetzt geht's. Oder auch nicht. Hab daneben geschossen. Peinlich. Peinlich, peinlich. Das gefällt mir. Oh. Ninja. Okay, wen juckt's. Weiter woanders, andere Richtung mehr machen. Die beruhigen sich auch wieder. Da hinten steht so ein scheiß Scharfschütze, der gefällt mir mal gar nicht da, wo der da steht. So, jetzt hier stehen sie halt deutlich komprimierter. Und ich muss aufpassen, dass die Hawkeye nicht auf den Trichter kommen. Das liegt an der Schießerei. Eine Schießerei, eine Schießerei, eine Schießer, Schießer, Schießerei. Okay, jetzt werde ich sie, jetzt werde ich das seriöser. Jetzt lasse ich's richtig krachen. Die hat halt Reichweite, das ist das Gute. Pfeil und Bogen kann ich ja auch noch nehmen. Ja, jetzt halten die natürlich wieder Schüsse ohne Ende aus. Du Arschgesicht. So, der hat mich noch nicht gesehen.